Hallo liebe Leser und liebe Zuschauer unserer digitalen Kulturreihe. In den Zeiten, in denen Theater und Konzerthäuser geschlossen sind, wollen wir versuchen, trotzdem Kulturen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Wir tun das mit diesem neuen Format. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und wir hoffen, dass Sie das auch wieder tun bei uns auf abendblatt.de. Wir sind da, kommen Sie doch auch vorbei. Und wenn es Ihnen gefallen hat, spenden Sie gerne digitalen Applaus. Uns freut das und die Künstler natürlich auch. Jetzt geht's los. Gute Unterhaltung. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier bei abendblatt.de. Mein Name ist Joja Wendt und ich möchte ein paar Stücke für Sie spielen. Wir können es ja live leider nicht sehen. Insofern ist das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit hier bei mir im Studio. Auf meinem Steinway-Flügel. Ein Spitzeninstrument. Im Moment kommt aber keiner, um es zu stimmen. Ich fange an mit einem Stück. Ein Stück, das ich mal komponiert habe. Es beschreibt den Ausspruch eines Philosophen, der vor über 2000 Jahren gelebt hat in Ephesus, Kleinasien damals, und hat etwas sehr Wahres gesagt. Heraklit von Ephesus sagte: Alles fließt, alles ist in Bewegung, man kann nie in denselben Fluss zweimal steigen, weil er sich ja fortbewegt. Das Ganze heißt dann Pantarei. Das passt gut in diese Zeit, weil es wird sich alles weiter bewegen und das Leben geht weiter. Pantarei. Thank you.
In Corona-Zeiten ist es ja besonders schwierig für Musiker. Wie geht es dir jetzt? Mir geht es noch ganz gut, weil ich habe kein Hotel, ich habe keine Gastronomie, ich habe nicht so viele Angestellte und die kriege ich noch über den Sommer. Aber für viele Musiker, die von der Hand in den Mund leben, also gerade Musicaldarsteller und so weiter, da sehe ich, dass es sehr schwierig ist, auch Freiberufler, Leute, also meine ganzen Tontechniker zum Beispiel, ne? Alles, Catering, Leute, die mit unserem Beruf zu tun haben, ist ja alles abgesagt. Ne? Das heißt, denen geht's richtig schlecht. Was tust du tagsüber, wenn du keine Konzerte geben darfst? Ich habe jetzt im letzten Herbst ein Klavierkonzert geschrieben. Das werde ich jetzt weiter fortführen. Das sind so Zeiten, die man sonst nicht hat. Ne? Man kennt das ja früher von Mahler, der hat sich immer den ganzen Sommer eingeschlossen und da wollte keinen sehen und hat dann eben solche Sachen gemacht. Es ist jetzt wirklich auch die Zeit, so kreativ zu sein und die Zeit zu nehmen, die man hat mit solchen Dingen. Man sagt sogar, die moderne Mathematik sei während so einer Epidemie, ein Jahr war dann, waren alle inkaserniert und da ist die moderne Mathematik sozusagen entwickelt worden. Jetzt möchte ich gerne ein Stück spielen eines, ich bin ja eigentlich von Haus aus Jazzpianist, des größten Virtuosen der frühen Jazzmusik, Art Tatum ist der Mann. Und wenn der gespielt hat, dann haben alle anderen Pianisten haben ihn besucht in dem Jazzclub. Viele sind dahin gepilgert, auch klassische Pianisten. Wladimir Horowitz hat gesagt, gut, dass der Mann keine Klassik spielt, sonst könnten wir Klassiker alle einpacken. So fantastisch und so virtuos hat er gespielt. Und ich würde jetzt ein Stück von Art Tatum hier spielen. Und früher war es ja so, dass die Pianisten nicht in Cash bezahlt wurden, sondern oft mit hochprozentigem, also mit Drinks. Und wenn man genau hinhört, dann hört man, dass er immer so kleine Zäsuren in seinem wahnsinnig schnellen Spiel, kleine Pausen eingebaut hat, um sich neue Drinks zu bestellen. Art Tatum, Leute. Thank you.
Es gibt Leute, die sitzen zu Hause und schlagen sich die Köpfe ein. Ich glaube, für die ist es nicht positiv. Aber man hat es ja selber in der Hand, ne? Wenn man kreativ sein kann. Ich glaube auch, was ich sehe, zumindest in meiner Umgebung, ist, dass viele Leute sehr sozial sich helfen, dass man füreinander einkauft, dass man sich viel mehr grüßt. Das ist irre, ne? Also man läuft nicht mehr so mit Scheuklappen durch die Gegend, sondern man ist viel bewusster. Ich höre wieder die Vögel zwitschern, kein Flugverkehr. Der ganze Geräuschpegel in der Stadt ist viel niedriger. Ich genieße das richtig. Jetzt haben wir auch noch gutes Wetter. Klar, wir haben so eine Ostwindlage, das heißt, es ist kühl, aber trotzdem die Sonne scheint. Die Natur, also ich versuche all dem auch was Positives abzugewinnen, aber ich leide natürlich auch mit den Leuten, die sich infiziert haben. Es gibt viele Leute, auch junge Leute, die sagen, Joja, du spielst klassische Musik, du spielst Jazzmusik, aber spiel doch mal was, was heute im Radio läuft, was mit Popmusik. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das auch mal etwas, was man am Klavier arrangieren kann. Mein Klavierlehrer hat immer gesagt, es gibt nichts, was man am Klavier nicht auch bearbeiten könnte, so dass es nachher schöne Musik wird. Also habe ich mir mal angesetzt, das Stück von vielleicht dem größten Singer-Songwriter unserer Zeit, Ed Sheeran, hier, das sind ja durchproduzierte Popsongs, ne? Hier am Klavier mit meinen analogen Möglichkeiten zu spielen. Und das werde ich jetzt probieren. Thank you.
Ed Sheeran. Ich kann kurz erklären, ich habe hier die Note abgestoppt. Das ist das Schöne an einem akustischen Instrument. Guck mal, und was schön ist, wir haben kein Publikum, ich kann solche Sachen erklären. Guck mal, ich habe jetzt hier mit dem Finger, vielleicht kannst du einmal mit der Kamera rumkommen, und hier, das sehen, ich dämpfe sozusagen den Hammer, diese drei Saiten, diese dreikörig, ne? Dreimal die gleiche Saite, und wenn die angeschlagen wird und ich die abstoppe, eigentlich diese drei Saiten schwingen nicht mehr, sondern alle anderen. Der Ton, den ich hier abstoppe, lebt in den anderen Saiten weiter. Und das ist das Schöne an einem akustischen Instrument, dass es auch mit so viel Obertönen und so weiter, es klingt wie ein Hall. Und das ist den Effekt, den ich jetzt hier benutzt habe. Hier unten wird es noch deutlicher, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Ton abstoppe. So, ich stoppe den ab, lasse alle Saiten frei. Halleffekt, das ist schön am Akustischen Instrument. Das geht natürlich beim Digitalpiano nicht sowas. Was spiele ich denn jetzt nochmal? Irgendwas, was abgeht oder was Schönes? Ich spiele mal was sehr Schönes. Und zwar ein Stück, das eigentlich hier für Hamburg geschrieben wurde. Das ist nämlich ein Regenlied. Und wer kennt sich besser aus mit Regen als hier in Hamburg? Im Moment haben wir gerade ganz gutes Wetter. Aber ein Regenlied passt zu Hamburg. Und das würde ich jetzt einmal spielen. Mit großem Publikum lasse ich die Leute immer Nieselregen machen, wenn das über 1000 Leute machen, dann klingt das, und dann lasse ich sie schnipseln, das klingt wie wenn es anfängt zu regnen und zu flattern. Das geht jetzt leider hier nicht, ich kann maximal hier so einen Donner nachmachen. Aber ich spiele das Stück, das Regenlied, das ist eine eigene Komposition, und warum soll ich jetzt nicht auch mal einen eigenen Satz spielen? Na? Also geht los.
Hamburg ist ja, sag mal, das Zentrum einer Musikrichtung geworden, die sehr intuitiv ist. Und wir sprachen ja gerade über die intuitive Kraft dieses Instrumentes. Und das ist eine Musik, die aus der Tastatur geboren ist, weil es von Leuten erfunden wurde, die nicht mal eine Note lesen konnten. Muss ich mir vorstellen, die haben sich einfach reingesetzt und gegenseitig Sachen gezeichnet. So habe ich hier in Hamburg angefangen, Klavier zu spielen. Und so ein Stück spiele ich jetzt, ein Boogie Woogie. Was denkst du im Moment zur Hamburger Politik? Glaubst du, dass da alles gemacht wird, was gerade gemacht werden kann? Na gut, jetzt haben wir gerade einen ersten Bürgermeister, der auch noch Mediziner ist. Also wenn der es nicht weiß, ich glaube, der hat ein sehr gutes Maß, die Dinge von der menschlichen, von der medizinischen, aber auch von der politischen Seite zu. Also nicht umsonst hat er auch mit Merkel zusammengesessen, als die ihre Pressekonferenz hatten. Also Cencha, ich bin großer Fan, der hat ja auch mit mir vierhändig gespielt, das heißt, er ist auch noch musikalisch. Insofern, ich glaube, wir sind da in sehr, sehr guten Händen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Bürger sich beschwert, weil die Situation ist, wie sie ist. Da kann sowieso keiner was dran machen. Und die Politik versucht wirklich jetzt das Menschenmögliche. Meine Hoffnung ist, dass wenn wir es schaffen, diese Kurve abzuflachen, ne, sodass also sich die ganze Gesellschaft, unsere Gesellschaft, so infiziert, dass man das unter Kontrolle hält und sich dann auf die Art und Weise immunisiert, dann könnte es sein, dass wir im Sommer durch sind damit. Ne? Ich habe bloß große Sorge natürlich um die Wirtschaft, die wird erstmal am Boden liegen. Es wird uns lange Jahre erstmal nicht so besonders gut gehen. So, zum Schluss natürlich die inoffizielle Hymne von Hamburg. Es ist eigentlich ein klassisches Stück, geschrieben von Rimsky-Korsakow, heißt Der Hummel-Hummel-Flug. Und insofern versuche ich das jetzt, wir sind jetzt irgendwie in modernen digitalen Medien unterwegs. Insofern werde ich dieses, das ist schon sehr flinkes, sehr schnelles Stück, werde ich in der rechten Hand im Original spielen, also Tradition in der rechten Hand. Und in der linken Hand mache ich ein Mashup, das mische ich so zusammen, in der linken einen coolen, modernen Hamburger Hip-Hop-Groove. So, das gab es noch nie, ein spezielles Arrangement, den Hummel-Flug mesche ich so zusammen, weil wir auch ein paar junge Leute haben, ne, die jetzt hier mitgucken. Insofern, so habt ihr den Hummelflug noch nie gehört, Leute. Ne? Und da gibt es eine Stelle im Stück, wo die Hummel ganz schnell mit den Flügeln schlägt. Hummel muss ja sowieso wahnsinnig schnell mit den Flügeln schlagen, sonst bleibt die gar nicht schlagen, sonst bleibt die überhaupt nicht in der Luft. Ne? Das ist sowieso ein Wunder, dass sie fliegt. Insofern muss sie wahnsinnig Gas geben. Und
Da gibt es hier eine Stelle, wo die Hände so schnell repetieren, also die Hummel so schnell mit den Flügeln, dass selbst die Super-HD-Kameras hier nicht mehr in der Lage sind, eindeutige Bilder zu übertragen. Es wird also auch ein Kampf Mensch gegen Maschine. Puh, das war der Hummelflug für Hamburg. Hummel, Hummel. Moss, Moss. Sehr gut. Wollen wir noch einen? Komm, einen machen wir noch, oder? Eine kleine Zugabe. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich bin viel in der Welt unterwegs und ich war ganz im Osten von Sibirien. In Kamtschatka, das ist eine Halbinsel weit oberhalb von Japan, und das ist wirklich die Welt zu Ende. Da ist Schluss, da ist auch kaum, man kommt da sehr mühsam hin über Moskau mit so einer Tupolev-Maschine, bin ich da hingekommen und habe da ein paar Leute kennengelernt, die mit sehr viel Liebe und Enthusiasmus eine kleine Musikschule betreiben. Und die haben mir erzählt, eines Tages sei mal ein Eskimo vom Stamme der Tschuktschen, Tschukotka ist noch weiter im Norden dort, die leben dort fernab jeglicher Zivilisation, im Einklang mit der Natur. Und der wollte mal Besorgung machen für seine Großmutter, der es nicht so gut ging, und kam zufälligerweise in den Ort. Und der Zufall wollte es, dass sein Weg ihn vorbeiführte an dieser Musikschule. Und er hörte, wie drin jemand Klavier spielte, und war so fasziniert von diesem für ihn angenehmen, aber fremdartigen Klang, dass er spontan hineinging, sich dazu gesellte und dann selbst eine Melodie probierte, die ihm seine Großmutter immer zum Einschlafen vorgesungen hat. Muss man wissen, es gibt kein Naturvolk, es ist auch noch so isoliert, ob in der Andamanensee oder im Amazonasgebiet in Afrika, egal wo, oder eben da oben im ewigen Eis, selbst wenn die komplett isoliert sind, jedes Volk macht Musik. Die singen, überliefern sich Melodien von Generation zu Generation, trommeln. Das scheint ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein. So auch dieses Eskimo. Setzte sich hin und spielte das Lied. Das Besondere ist, meine Damen und Herren, wenn Sie das jetzt sehen, jeder, der das jetzt sieht, kann diese Melodie in 10 Minuten lernen. Und das Schöne ist, ich sitze an einem sehr intuitiven Instrument
Das ist jetzt anders als Geige oder Trompete. Hier liegen alle Töne, die man spielen kann, vor einem. Und man muss sie bloß runterdrücken. Und schon hat man einen Ton. Und wenn man ihn doll runterdrückt, ist er laut. Weniger doll, leise. Zwei Töne sind ein Intervall. Ja, oder so. Kann man hören, wie klingt das, wenn die so auseinander sind? Und dann dicht zusammen. Ja, muss man einfach mal ausprobieren. Oder drei Töne, ein Akkord. Ne? Gibt es einen? Wie klingt das, wenn das so? Wie klingt das, wenn drei Töne? Es gibt nur vier verschiedene Akkordtypen. Also eigentlich kinderleicht, sich damit zu beschäftigen. Und man hat herausgefunden, dass Leute, die Klavier spielen, noch nie Klavier gespielt haben und sich nur 20 Minuten damit beschäftigen, so, dass die schon positive neuronale Auswirkungen im Gehirn haben. Das scheint wirklich eine tolle Sache zu sein, dass das, was wir mit den Vorderpfoten machen, gleichzeitig hören und sehen in Bildern, dass das was mit uns macht. Insofern fangen Sie an mit Klavierspielen. Leute, die Klavierspielen, sind nachweislich fokussierter, denken logischer, sind gesünder, leben länger, wirken attraktiver. Okay, das geht jetzt für mich nicht. Aber Sie wissen nicht, wie ich ausgesehen habe, bevor ich angefangen habe, Klavier zu spielen. Insofern, warum erzähle ich das alles? Weil der kleine Eskimo sich hinsetzte und diese Melodie spielte, die Sie in 10 Minuten lernen können. Warum? Weil er hatte nämlich vergessen, seine Fausthandschuhe auszuziehen.